Morgen. 11 Uhr. Aber gut, für manche mag das morgens sein. Also, legen wir los. Es gibt wieder mal Probleme auf der Hermann-Baustelle. Ich habe das Treffen einberufen, um konstruktive Lösungsansätze zu hören, damit ich mich in Zukunft nicht mit solchen unsinnigen Streitereien befassen muss. Worum geht's denn, Herr Jonas? Wir werden sicherlich eine Lösung finden. Ja. Anscheinend gibt es Streit, bla bla bla. Es gibt von Seiten des Bauunternehmens, das wären ja wir, und des Nachunternehmens Uneinigkeit über die Kosten des gesamten Projekts, bla bla bla. Hier. Entschuldigung. Der Bodenbelag. Durch eine falsche Berechnung wurde eine völlig falsche Menge ausgeliefert. Sie denken jetzt wahrscheinlich, das kann ja mal passieren. Lassen Sie mich eines sagen, nein, das kann es nicht. Und wenn Sie jetzt nicht endlich konstruktive Ansätze liefern, sollten Sie sich vielleicht mal nach einer Alternativkarriere umschauen. Bitte? Also, was haben wir gesagt, Mian? Erst Gehirn einschalten, dann sprechen, ja? An BIM wurde wohl nicht gedacht. Konkreter? Konkret gesagt, mit BIM können Bau- und Kostenverläufe vorab simuliert werden. Es werden Prognosen erstellt und wenn Abweichungen vom System in Aussicht gestellt werden sollten, haben wir die Möglichkeit, frühzeitig entgegenzusteuern. Hätte man also im Fall Hermann BIM in der Ausführungsphase konsequent umgesetzt, wäre uns ein zeitnahes Erfassen des Status Quo ermöglicht gewesen. Mithilfe der Leistungsmeldung hätten wir also zu einem weitaus früheren Zeitpunkt Schwierigkeiten antizipieren und möglicherweise verhindern können. Wie denkt der Rest darüber? Hätte BIM uns vor Berechnungsproblemen bewahrt? Ja, hätte es. Aber ich finde es unter Umständen schwierig. Ich finde Ihre Einstellung schwierig, irgendwie. Also so kommen wir jetzt nicht weiter. Emil. Ich bin da vollkommen mit Peter d'accord. Also bravo. Die Leistungswerte der Baustelle werden von BIM direkt in das 5D-Modell übernommen. Es entsteht ein Soll-Ist-Vergleich, was für uns von dem großen Vorteil ist. Meiner Meinung nach sollten wir längst mit BIM arbeiten. Zugegeben, die Vorstellung einer flächendeckenden Implementierung von BIM ist schon sehr spannend. BIM? BIM ist die Zukunft. BIM. 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 BIM.